Aber noch 4 Abos, krank. Soll ich schon mal vorsichtshalber die Anzeige, 3 Abos noch, mal vorsichtshalber schon mal die Anzeige kleiner. Das passt ja gar nicht mehr drauf. Junge, zu wild. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung es dann gleich ausschaut. 999. Einer noch. Das sind die 1000 und die Anzeige ist nicht groß genug. Ist das geil? Ist das geil? Vielen, vielen Dank, Jungs. Vielen, vielen Dank. Muss ich halt einfach tatsächlich die Anzeige hier eben noch ein bisschen länger machen, ne? Zuschneiden brauche ich rechts noch ein bisschen mehr Platz. Jetzt sieht man es, glaube ich, ganz in Ordnung. Jungs, Alter, geil, Mann. Ist das geil? Das hat schon was, Jungs. Das hat schon was. Vielen, vielen Dank, Jungs. Das ging dieses Jahr halt echt ordentlich ab, ne? Zum letzten Jahresrückblick 2019, zum letzten Jahresrückblick waren wir 440, waren wir, glaube ich, zum letzten Jahresrückblick. 440. Innerhalb von einem Jahr also mehr Abos gemacht als davor in über 4 Jahren oder 3,5 Jahren. So krank, Mann. Ja, bleibt am Ball, stark. Klimovic. Nochmal Castro. Der kommt durch. Kalajdzic! Drin! 1 zu 0. Sasa Kalajdzic. Wunderschön freigespielt. Fehler von Freiburg hinten drin auch. Fehler von Freiburg hinten drin auch. Da rutscht einer weg. Da rutscht einer weg. Jawohl, sehr geil. 1-0. Castro spielt ihn durch. Und da haben wir ein bisschen Glück gehabt, dass der durch die Beine von Kalajdzic eiskalt. Dass der Schlotterbeck ist er, glaube ich, hat der Kommentator gesagt. Da wegrutscht und nicht hinterherkommt. Sehr, sehr schön. 1-0 Führung. Das gefällt doch sehr gut. Sehr schön gespielt. 1 zu 0, top. Kempf läuft den ab. Richtig stark, Kempf. Jetzt wird Stenzel weggemäht. Aufpassen, Stenzel, nicht provozieren lassen. Oh, Junge, Grifo, what the fuck? Jetzt gibt's einen Tumult. Grifo kriegt gelb und Stenzel auch. Da ist Stenzel ziemlich aggressiv geworden, ey, krass. Dann kommt Stenzel, wird gefoult von Grifo, regt sich richtig auf darüber. Schuckt Grifo sogar weg, der fällt halt, ne? Er rutscht halt saumäßig gefährlich in Stenzel rein. Kann ich schon verstehen, dass er sich aufregt, ne? Gelb für beide ist richtig, ja, würde ich auch sagen. Kannst du unter anderem mit deinen Videos Einnahmen erzielen, bla bla bla. Die 1000 Wände habe ich jetzt erfüllt. 1000 von 1000, das heißt, wir sind noch bei 1000, nicht bei 1003, weil guck, wenn ich jetzt hier ins Dashboard gehe, stehen 1003 drin. Ganz komisch. Aber guck hier, Monetarisierung sind wir bei 1000 und brauchst auch eine Watchtime von 4000 öffentlichen Wiedergabestunden. Das hatte ich mal, aber nachdem ich halt nicht weiter gestreamt habe, sondern nur auf Twitch, nicht auf YouTube, geht da halt Watchtime verloren halt, ne? Das heißt, das muss voll sein, die 4000, und das hier muss quasi voll bleiben. Ab da kann ich dann quasi gucken, dass ich diese Kanalmonetarisierung mache oder halt irgendwie da anfragen kann, wie das dann abläuft dort. Boah, schöner Ball von Freiburg. Der kommt fast in. Oh Gott, Bredlo! Alter! Schöner Ball von Freiburg kommt durch. Der vertändelt den Ball. Bredlo muss ihn eigentlich haben. Hält ihn noch im Spiel. Dann rutscht ihm der Ball noch aus der Hand und wird nochmal gefährlich. Junger Vater Bredlo. Das war ein schöner Pass. Kwon kriegt ihn auch fast durch. Nochmal wichtig von Anton. Das war jetzt wirklich eine richtig große Chance, wenn Anton nicht dazwischen gesprungen wäre. Richtig schön durchgespielt, kein Abseits. Hätte auch abschließen können, legt noch nochmal zurück. Auf Grifo und dann Anton grätscht richtig wichtig rein. Jetzt sind wir gerade ehrlich nah an einem 1 zu 1. Da müssen wir wieder aufpassen, dass wir ein bisschen aus der Druckphase rauskommen. Schön, Endo. Jetzt Kalajdzic. Frei durch, geh vorbei. Ah, liegt. Ah, er kommt nicht vorbei am Torwart. Er kommt nicht vorbei an Uphoff. Das war die nächste Riesenchance, aber da kommt er nicht am Keeper vorbei. Kriegt ihn nicht umkurvt. Das war eine dicke Chance. Soll immer noch lesbar sein, aber jetzt. Oh! Mangala gut gehalten. Dann kommt Kalajdzic gerade so nicht an Ball. Also tatsächlich kurz mal. Ein, zwei ganz nette Chancen zum 2-0. Boah! Guter Schuss von Freiburg. Gut gehalten von Predlo. Muss man wirklich Predlo mal loben heute Abend. Der war gut gehalten. Weil der hatte Wumms drauf. Der war gut gehalten mit der Faust. Oder mit beiden Fäusten gut gehalten. Eckball für Freiburg. Endo, Abschluss! Kein verkehrter Schuss. Schöne Torwartparade oder schön zum Fliegen für einen Torwart. Den hat er auch. Hoher Ball.
Nochmal hinten reinköpft. Boah, hat der Freiraum mit Kopf. Wenn da ein Petersen steht, dann steht es 1 zu 1, aber der köpft ihn zum Glück daneben. Den nochmal klären. Haben wir geklärt bekommen. Komm, Kulnov, Tempo. Kulnov hat es sogar noch und das Spiel ist abgepfiffen. Abpfiff. Vorbei. Vorbei. 1 zu 0. Ich wollte gerade sagen, sehr schön. Also schön war es nicht, aber dass wir weitergekommen sind, Aufgabe erledigt, das ist sehr schön. Sehr, sehr nice. Weiter sind wir. Nicht der Streamabend gewesen. Letztes Stream dieses Jahr vermutlich. Und dann, ja. Pokal, wir sind weiter. Das kann man die Auslosung kommt wahrscheinlich irgendwann. Obwohl es stimmt, die kommt ja erst irgendwann am Arsch der Welt. Die spielen ja alle noch im Januar irgendwann die ganzen Nachholspiele. Aber nochmal vielen Dank für die 1000 Abonnenten. Sehr geile Aktion. Danke, Nico. Ich sehe gerade den Twitch-Chat hier. Und dann. Haut rein, Jungs. Feiert morgen schön oder die nächsten Tage schön. Auch nächste Woche dann einen guten Rutsch. Haut rein und dann bis zum nächsten Mal.